Wurde die Zeugin, wie heißt sie gleich, Frau Foltin? Meier, Elfriede Meier, Herr Kriminalrat. Richtig, Meier. Also wurde die Zeugin Meier, Elfriede, ledig, Hausangestellte bei den Beschuldigten, wohnhaft, geboren und so weiter, das setzen Sie dann natürlich ein. Nicht vorbestraft. Selbstverständlich, Herr Kriminalrat. Da ist jemand im Vorzimmer, Herr Kriminalrat. Ich sehe gerade mal nach. Oh, guten Abend, Herr Landgerichtsrat. Guten Abend, Frau Foltin. Ist Ihr hoher Chef da? Jawohl, Herr Landgerichtsrat. Herr Landgerichtsrat Dr. Korten, Herr Kriminalrat. Tja, Mensch. Komm doch rein, Fritz. Grüß dich, Alter. Ich habe bei dir noch Licht gesehen und da wollte ich dich doch noch schnell zu deinem großen Erfolg beglückwünschen. Ach, du meinst die Sache mit dem Raubüberfall auf die Commerzbank? Ja, natürlich. Also, Viktor, das ist also schlechthin genial, wie du das gemacht hast. Geschenkt, Fritz, geschenkt. Unter uns, ich habe einfach Glück gehabt. Immer ist er so bescheiden, Herr Landgerichtsrat. Dabei Schon hätte... recht, Frau Foltin. Übrigens ist es 17:30, keine Überstunden, hören Sie, Marsch nach Hause. Ich wollte bloß noch... Keine Widerrede, ab zu Ihrem Mann. Sonst verflucht er mich noch. Wiedersehen, Frau Foltin. Na, dann schönen Abend, die Herren. Wiedersehen. Grässlich. Immer will sie aus mir einen Helden machen. Napoleon bei Austerlitz, weißt du. Die ist doch verknallt in dich, Viktor. Na bitte, sei so gut, Fritz. Cognac? Immer. Also, auf deinen Erfolg, Viktor. Danke, Fritz. Nicht der Rede wert. Also, wenn man mir vor 25 Jahren gesagt hätte, ich sitze mit Sherlock Holmes auf einer Schulbank, obwohl, wenn ich mich recht besinne, hattest du nicht schon damals solche Ambitionen? Doch ja, du konntest doch um keine Ecke gehen, ohne scharf zu peilen, ob nicht ein gedungener Meuchelmörder dahinter lauert. Du besinnst dich recht. Ich war damals schon völlig besessen von der Kriminalistik. Weißt du eigentlich, dass ich schon mit 12 Jahren meinen ersten Kriminalfall gelöst habe? Mach keine Witze. Nein, ganz im Ernst, Fritz. Dazu noch in der eigenen Familie. Warte mal, wohntet ihr damals nicht in Charlottenburg in dieser alten Villa? Dieses alte Gemäuer, das wie eine Ritterburg aussah? War mir immer ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Ja, und mir erst. Ich musste ja drin wohnen. Die düstere Bude war so der richtige Nährboden für meine blühende Fantasie. Aber für uns war es billig, weißt du. Sie gehörte einem Onkel, oder eigentlich Großonkel von mir. Dem alten Christlieb Debisch. Ja, ich weiß, großer Geschäftsmann, Überseehandel oder sowas, stimmt's? Also dein Gedächtnis, Fritz, genau stimmt. Prost. Prost. Hattet ihr nicht eine Tochter, die unter so merkwürdigen Umständen umkam? Treppe runtergefahren oder sowas Abwegiges? Genau. Das war mein erster Fall. Ach nee. Und du hast... Die Sache geklärt natürlich. Ich war eben schon damals ein Genie. Erzähl doch mal. Ist doch total uninteressant für dich. Gar nicht, oder hast du keine Zeit? Zeit schon. Also schön, wenn du willst. Aber um 8 bin ich im Löwen zum Eisbeinessen des Polizeisportvereins eingeladen. Na, bis dahin wirst du ja fertig sein mit der Geschichte. Weiß nicht. War ziemlich kompliziert. Komm, steck dir erstmal eine Brasil an. Gute Idee. Ein bisschen blauer Dunst auch bei deiner Geschichte, was? Zieht sie? Gut. Nee, mein Junge, ohne blauen Dunst. Also fangen wir an. Es war Sommer. Und meine Eltern fuhren in Urlaub. Das erste Mal ohne uns. Meine Schwester Luise sollte auf uns Kleinere aufpassen und war stocksauer. Sie war 20 damals und machte ganz auf junge Dame. Für mich war sie natürlich affig und eine aufgeblasene Gans. Also jedenfalls, meine Eltern fuhren ab und damit begann das große Abenteuer. Wo sind denn die Koffer? Hast du die Schlummerrolle für Mama schon? Seid ihr jetzt endlich fertig? Also Kinder, vor allem abends das Gas abdrehen. Na ja, Papa. Und übe fleißig Klavierchora. Du weißt ja, nur Übung macht den Meister. Ach Gott, ja, Mama, ich weiß. Und du, Viktor, bist jetzt der Mann im Haus. Du musst deine Schwestern beschützen. Ach, du lieber Himmel, der macht ja noch in die Windeln. Doofe Pute. Viktor, pfui. Du könntest ruhig ein bisschen mehr Kavalier sein. Och, Mama, immer die ollen Kamellen. Lass ihn jetzt in Ruhe, Mathilde. Er wird schon... Au! Was ist denn jetzt wieder? Viktor hat mich gekniffen. Gar nicht wahr, olle Petze. Also, was ist nur die Herrschaften? Können wir nur, oder was?
Der Zug erwartet mich, glaube ich. Sie haben ganz recht, guter Mann. Sind die Koffer alle hinten drin und oben drauf ist eine Menge Zeugs. Macht 250 extra, der Herr. Ja, ja, Sie bekommen Ihr Geld schon. Ich sag ja mal bloß. Also nur macht aber. Auf Wiedersehen, Kinder, und seid brav. Machen wir, Mama. Und abends zeitig ins Bett, hört ihr? Machen wir, Papa. Und schreibt gleich, wie es geht. Machen wir, Mama. Auf Wiedersehen, Kinder. Wiedersehen. Wiedersehen, Mama. Wiedersehen, Papa. Rhabarber. Mensch, sie sind weg. Frei, endlich frei. Mensch, Kinder, 4 Wochen. Frei, endlich frei. Kannst du endlich ungestört mit deinem Karl-Heinz posieren. Du kriegst gleich eine geklebt. Kriegst mich ja gar nicht, olle Zicke. Na warte du, wenn ich dich erwische. Blöde Gans. Muss ja für euch wie Weihnachten gewesen sein. War es auch. Aber bis Mittag, als ich aus der Schule kam, war der erste Euphorismus schon verflogen. Meine Schwestern kamen erst später. Cora aus dem Lyzeum und Luise aus ihrer Modezeichenschule. Und ich hatte ehrlich Angst, allein in die leere, düstere Wohnung zu gehen. Als ich an unserer Ritterburg ankam, hatte ich allen Mut verloren. Mit gewohntem Scharfblick beargwöhnte ich das Haus, die dunklen Fenster. Alles still und leer. Schon verdächtig, wie ich als geschulter Leser von Kriminalromanen wusste. Im Parterre wohnte die Witwe Debisch, eine entfernte Verwandte. Sie war mit irgend so einem Cousin von Onkel Debisch verheiratet gewesen. Und seitdem Onkel Debisch in sein Landhaus in Wannsee gezogen war, hatte er ihr die Parterre-Wohnung überlassen und uns den ersten Stock. Sie wohnte natürlich umsonst und dafür umhegte und umsorgte sie den Alten mit der ganzen uneigennützigen Liebe der gewerbsmäßigen Erbschleicherin. Na, die hattest du anscheinend besonders ins Herz geschlossen. Na, ich sage dir. Also mir wird heute noch anders, wenn ich an ihre spitze Nase und den stechenden Blick denke. Augen hatte die. Seitdem Cecilie, die Tochter von Onkel Debisch, sich zu Tode gestürzt hatte, tat sie, was sie konnte, um die Erbschaft für sich und ihre eigenen Brut zu sichern. Dass wir existierten und auch noch in der Villa wohnten, war ihr ein Stachel in ihren Weichteilen, wenn sie welche hatte. Aber zurück zu unserer Geschichte. Ich kam also nach Hause. Überflüssig zu sagen, dass in meiner Seele der Argwohn wühlte, dass ich von Mördern erwartet würde. Die Abreise meiner Eltern musste ja längst die Unterwelt angezogen haben, wie der Honig die Bienen. Komm hervor aus deinem Hinterhalt, Mordbube. Du bist umzingelt. Ich habe 6 bewaffnete Schergen bei mir. Die Treppe scheint noch frei zu sein. Aber oben. Größte Vorsicht ist am Platze, Dr. Watson. Ein Quatsch, diese Milchglasscheibe in der Wohnungstür. Jeder Räuber braucht sie bloß einzudrücken. Nichts zu sehen. Mir nach, Leute! Also vorwärts! Sie übernehmen die linke Seite, ich die rechte, Detektiv Sechant. Niemand? Also Hausdurchsuchung planmäßig. Halt! Erst ein Degen von der Wohnzimmerwand. Ohne Waffe bin ich ein Kind des Todes. So, Bube. Die Spitze meiner Klinge wird deine Rippen kitzeln. Hinter dem Vorhang? Nein, nichts. Weiter. Im Kamin? Er brennt nicht, wie leicht kann da einer... Ach so, das bin ich ja selbst im Kaminspiegel. Ich sehe eigentlich toll aus mit dem Degen. Ich grüße euch, edle Herren, zum letzten großen Kampf. Er sei ein Gottesgericht. Nein! Hilfe! Verflucht, geh doch zu! Puh, entsetzlich. Ich hab's immer gewusst. Dieses Gesicht, dieser grässliche Kopf. Ach du lieber Gott, lass mich diesmal noch davonkommen. Ich gehe auch freiwillig ins Kloster. Das muss ja grässlich gewesen sein, Viktor. Was hast du denn nun tatsächlich gesehen? Oder war es nur eine Halluzination? Nein, Fritz. Allen Ernstes.
Als ich in den Spiegel sah, erschien plötzlich im Spiegelbild zwischen den Portieren zum Salon eine menschliche Gestalt mit unheimlich stumpfen, verwaschenen Gesichtszügen, mit platter Nase, wie aus grobem Lehm geformt. Sie stand einen Augenblick, starrte mich an und verschwand. Also hör mal, das ist ja scheußlich. Da läuft es einem ja beim Zuhören noch kalt über den Rücken. Ich habe gezittert wie Espenlaub, glaub mir. Also ich kann dir heute nicht mehr sagen, wie ich in das Zimmer meiner Schwestern gekommen bin und den Schlüssel rumkriegte. Und da stand ich und starrte wie gebannt die Türklinke an. Plötzlich schrillte das Telefon. 4-mal, 5-mal, 6-mal. Hör auf, das ist ja die reine Gruselgeschichte. Ich klammerte mich an den Bettpfosten, um der magischen Anziehung des Telefons zu widerstehen. Natürlich dachte ich, die gespenstische Erscheinung wollte mich aus dem Zimmer locken. Endlich hörte das Telefon auf zu läuten. Plötzlich hörte ich Hundegebell an der Wohnungstür und gleichzeitig klingelte es. Dann hörte ich Frau Debischs scharfe Stimme. Pfui, Rolf, bei Fuß. Rolf hieß ihr Hund, weißt du? Aha, du warst also gerettet. Ich versichere dir, ich habe die Stimme dieser alten Hyäne nie mit so großer Erleichterung gehört. Also, ich fasste einen kühnen Entschluss, drehte den Schlüssel im Schloss herum, stürzte die 7 Schritte bis zur Wohnungstür und riss sie auf. Rolf, der Schäferhund, rannte mich fast um. Dann kam Frau Debisch und ihr Schwiegersohn, ein gewisser Herr von Strichninski. Übrigens ein widerwärtiger Bursche, wie die ganze Sippschaft. Oh Gott sei Dank, Tante Debisch. Sag mal, hast du so fürchterlich geschrien, Viktor? Das klang ja, als ob jemand umgebracht wird. Oh Gott, Tante Debisch. Es war entsetzlich. Na, Junge, nur mal ruhig. Du bist ja ganz aus dem Häuschen. Was ist denn los? Ein fremder Mann. Ein fürchterliches Gesicht hinter mir im Spiegel. Dann war er weg. Und dann das Telefon. Das Telefon? Und das war ich? Ich wollte wissen, was los ist. Warum bist du nicht rangegangen? Der hätte mich doch umgebracht. Also jetzt nimm dich zusammen, Viktor. Du fantasierst ja. Bestimmt nicht. Glauben Sie mir doch. Moment, Schwiegermama. Theoretisch ist das natürlich möglich. Wo soll denn das gewesen sein, Viktor? Ich stand vor dem Kaminspiegel. Da habe ich ihn zwischen den Portieren zum Salon gesehen. Unsinn! Na, sehen wir doch mal nach. Was ist denn das für ein Schlüssel auf dem Boden? Gehört der zum Sekretär? Offenbar ist er rausgefallen. Halt, nicht anfassen! Och, jetzt sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Also jetzt nimmst du dich aber zusammen. Das ist doch hier kein Kriminalroman. Suchen wir mal weiter. Hinter dem Schreibtisch ist nichts. Ja, hier ist offenbar auch niemand. Nein. Also hier beim besten Willen auch nichts. Was ist denn das für eine Bude, um Gottes Willen? Das ist mein Zimmer. Na, die reinste Räuberhöhle. Wenn das in deinem Kopf auch so durcheinander ist... Was ist das für ein Wandschrank? Der Speiseaufzug. Der ist schon lange außer Betrieb. Warum? Na, theoretisch könnte der Einbrecher, wenn es einen gibt, da reingekommen sein. Wo ist der Schlüssel? Da war Nina dran. Na, lassen wir es für einen Moment. Was ist das? Das Schlafzimmer meiner Eltern. Da hinter dem Bild ist Papas Tresor. Oh, das ist wichtig. Ist da Geld drinnen? Jetzt nicht, glaube ich. Nur das Testament von Onkel Debisch. Onkel hat Herrn Laroche zum Testamentsvollstrecker eingesetzt. Gott weiß warum. Scheint auch in Ordnung zu sein. Tja, mein Junge, da gibt es nur eine Erklärung. Es war ein Gespenst. Bitte keine so abgeschmackten Scherze. Schon recht, Schwiegermama. Und in der Schule, Viktor? Kommst du da so einigermaßen mit? Oder hast du da auch manchmal so kleine Schwierigkeiten im Kopf? Na dann mal tschüss. Und nimm's nicht tragisch. Und in Zukunft nimmst du dich gefälligst zusammen, verstanden? Also, ich war schwer verärgert, wie du dir denken kannst. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich mich nicht getäuscht hatte. Und diese Leute behandelten mich wie einen kleinen Idioten. Bewaffnet mit einem Luftgewehr, einem russischen Kavalleriesäbel und einem Feuerhaken verschanzte ich mich in meiner Bude, bis Cora aus der Schule kam. Warum ist die Kette vor, Viktor? Moment, komm rein.
Mensch, warum legst du die Kette vor? Was hast du denn da für eine Waffensammlung umhängen? Cora, halt dich fest. Es ist was ganz Entsetzliches passiert. Hier war ein Einbrecher in der Wohnung. Du hast ja einen Klaps. Ich schwör dir's. Hier habe ich ihn im Spiegel hinter mir gesehen. Mit so einem Kopf wie aus Lehm. Also du hast sie nicht alle. Warum hast du ihn denn nicht gleich verhaftet mit deinem Waffenarsenal? Gib mir mal den Strumpf von Luise. Wozu denn das nun wieder? Hier, pass auf. Wenn ich jetzt den Strumpf über den Kopf ziehe... So sah der aus. Hör sofort auf und nimm das Ding ab. Du siehst ja ekelhaft aus. Ich bin der Mann mit der Strumpfmaske und bringe euch alle um. Au! Du Biest, wenn du mir nochmal gegen das Schienbein trittst. Doof und langsam, Edge. Na, warte. Hörst du? Das Telefon. Das ist bestimmt er. Wer er? Der Mann mit der Maske. Du hast ja einen Knall. Geh mal ran. Geh doch du ran. Traust dich nicht. Du traust dich nicht. Quatsch, ich trau mich. Hier bei L'Orange. Wer ist es denn? Meldet sich nicht. Hier bei L'Orange, wer ist dort? Hier bei L'Orange. Der ist noch dran, sonst müsste das Angstzeichen kommen. Du spinnst ja. Es ist sicher falsch verbunden. Und dann sagt er kein Wort und hängt auch nicht ein. Da, jetzt hat er aufgelegt. Also ich verrammle heute Nacht meine Tür. Euch kann er ja meinetwegen umbringen. Hilfe! Sei doch nicht so dusselig, das ist doch bloß Luise. Tag, ihr beiden Holzköpfe. Was ist denn los? Ihr macht ja so einen Betrippten. Du, Luise, hier war ein Einbrecher in der Wohnung. Ja, mit einer Strumpfmaske. Und jetzt ruft er dauernd an. Aber er meldet sich nicht. Was? Was ist los? Ach, ihr spinnt ja. Erzählt bloß keine Märchen. Aber es ist wahr. Bestimmt, Luise. Schluss mit dem Quatsch, klein Kindergefasel. Du bist doof und hast keine Ahnung und verstehst überhaupt nichts. Au, das sag ich Mama, wenn sie wiederkommt. Wenn du petzt, kriegst du gleich noch eine Ohrfeige. Blöde Kuh, du blöde Kuh, du blöde Kuh. Also es hört sich komisch an, aber ich glaube, dir war damals nicht zum Lachen zumute, was? Es war zum Verzweifeln, sage ich dir. Keiner wollte mir glauben. Ich beschloss also, um jeden Preis herauszukriegen, was dahinter steckte. Unverzüglich begann ich meine Recherchen. Noch ein Cognac? Ja, bitte. Prost. Also, was hast du gemacht? Ich fing mit dem Sekretär an. Einbrecher suchen ja immer erstmal Beute in Schreibtischen oder Sekretären. Aber dieser war nur vollgepfropft mit altem Kram aus Onkel Debbys Zeit. Inflationsgeld, Siegellack, alte Rechnungen, Tabaksdosen und ähnlichem Plunder. Unter anderem auch ein kleines Krokodil aus Leder mit funkelnden Glasaugen. Kleiner Lederkrokodile gab es übrigens in Onkels Haus am Wannsee ganze Schubladen voll. Er und sein früherer Geschäftspartner, der olle Merlin. Merlin? Moment mal. Hat der was mit dem verkrachten Schauspieler zu tun? Ach, den kennst du. Friedrich Merlin. Ja, das ist der Sohn. Interessant, dass du den kennst. Aber weiter. Die Firma führte doch Kolonialartikel ein. Und da waren solche kleinen Krokodile eine Zeit lang große Mode. Dann blieben sie wohl auf ihren Restbeständen sitzen. Aber dann fand ich etwas, was mich interessierte. Ein Foto von Cecilie, der Tochter von Onkel Debbisch. So ungefähr im Alter von 10 Jahren, so in der damaligen Mode, weißt du? Mit Schleifen im Haar und einem steifen abstehenden Sonntagskleid. Am meisten faszinierten mich ihre Augen. Sie waren groß und irgendwie furchtsam geweitet. Sie wirkten so, ja, wie soll ich sagen, so verstört, so hilfesuchend. In der Verwandtschaft ging das Gerücht um, sie soll nicht ganz richtig im Kopfe gewesen sein. Entschuldige, ich bin ein schlechter Gastgeber, wenn ich so ins Erzählen komme. Nimmst du noch eine Brasil? Nein, danke. Aber erzähl doch weiter. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Ach so, ja, bei dem Bild. Es gab mir Rätsel auf. Und dann fand ich noch etwas ganz verkramt unter alten Papieren. Ein altes Schulheft. Darauf stand mit steifer Schrift... Tagebuch und Ceciliens Name. Ein Tagebuch? War es interessant für dich? Es war sehr seltsam. Weißt du, es war kein übliches Tagebuch. Es bestand nur aus Zeichnungen. Sie hatte alles, was passierte und was sie bemerkenswert fand, gezeichnet. Sie muss ausgesprochen begabt gewesen sein. Die Zeichnungen sprachen zwar allen Gesetzen von Perspektive, Anatomie und Größenverhältnissen hohn,
aber sie waren, wie soll ich sagen, ungeheuer lebendig, aussagefähig. Ja, packend irgendwie, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Naive Malereien haben so eine Faszination. Konntest du Schlüsse daraus ziehen? Ja, mehr als du dir vielleicht vorstellen kannst. Vor allem musste sie eine Todesangst vor Frau Debisch gehabt haben, unter deren Fuchtel sie ja seit dem Tode ihrer Mutter stand. Immer wieder zeigten die Bilder sie selbst in verängstigter Haltung, mit einer Frau, die mit ihrer spitzen Nase so eindeutig als Frau Debisch zu erkennen war, dass es keinen Zweifel geben konnte. Und dann kam ein Bild, das mich zusammenfahren ließ. Es zeigte ein Mädchen vor dem Kaminspiegel mit bittend erhobenen Armen. Und aus dem Spiegel starrten zwei riesige, böse blickende Augen auf sie herab. Seltsam. Diese Augen kehrten auf den nächsten Bildern immer wieder, böse, starr, ja, irgendwie hypnotisierend. Und dann kam ein Bild, das mich sehr nachdenklich machte. Ein Mädchen, das sich weit über das Treppengeländer beugte, und über ihm, riesengroß, wieder diese Augen. Ja, hypnotisierend, ich kann es nicht anders nennen. Gespenstisch. Das ist allerdings... Und dann? Ich hörte Cora nebenan Klavier spielen. Das rief mich wieder in die Gegenwart zurück. Aber mein Argwohn war wach geworden. Victor! Hol doch bloß nicht immer so rum, Luise! Was ist denn? Du musst hier doch mal geschlafen, damit du einmal in deinem Leben auch mal was Vernünftiges tust. Ach, Mensch! Na ja, meinetwegen. Und hör mal, eins sage ich dir. Wenn du uns nochmal nachschleichst, wenn ich mit Karl-Heinz im Park spazieren gehe, dann kannst du was erleben. Und du wirst was erleben, wenn ich Papa erzähle, dass dein Karl-Heinz mit seinen Saufkumpanen von der Uni Papas besten Wein aussäuft. Ich habe immer nur gedacht, dass du ein dämlicher Bengel bist. Aber jetzt bist du auch noch falsch und hinterlistig, so ein richtiger, mieser, kleiner Schnüffler. Du, sag das nochmal. Ein mieser, kleiner Schnüffler bist du. Au! Kriegst mich ja doch nicht. So eine richtige lahme alte Tante. Na, warte, du lause Junge. Was macht ihr denn da für einen Krach? Wer soll denn dabei spielen, ihr Banausen? Da! Das ist er. Wer? Der Einbrecher mit dem Lehmgesicht. Quatsch mit Soße. Hier, La Roche? Ach, ein Abend, Tante Debisch. Dem geht's wieder danke. Es war doch bloß so eine fixe Idee. Ja, wir schließen gut ab. Ja, das auch. Ach, das wird ja nicht nötig sein. Ja. Du hast uns ja schwer blamiert. Ausgerechnet die alte Zicke hetzte uns auf den Hals mit deinem Geschrei. Jetzt hat sie Bammel und nimmt das als Vorwand, uns dauernd zu überwachen. Schließt euch in euren Zimmern ein und auf keinen Fall hinausgehen, hört ihr, Kinder? Blöde Gans. Und sie und der Herr von und zu Strichninski, dieser Lackaffe, wollen die ganze Nacht abwechselnd Wache halten. Es hat uns noch gefehlt. Und alles, weil du spinnst. Mit dir rede ich gar nicht. Du bist doch kriminalistisch gesehen eine totale Null. Ich gehe ins Bett. Die Nacht über schlief ich kaum. Einmal hörte ich den Strichninski draußen herumgeistern und mit einer Taschenlampe durch die Gegend funzeln. Dann musste ich wohl endlich eingeschlafen sein. Aber um 3 schlug die alte Regulatoruhr in meinem Zimmer und ich war sofort hellwach. Die war noch von Onkel Debisch und ich hatte sie in mein Zimmer geholt, weil sie keiner haben wollte. Ach, so ein Ding mit so großen Gewichten zum Aufziehen? Genau. Also es war nachts um 3 und plötzlich hörte ich ein leises Tappen, so als ob jemand auf Strümpfen läuft, durchs Nebenzimmer. Und dann macht es deutlich Klick, als ob jemand den Hahn eines Trommelrevolvers spannt. Also, mein lieber Victor, ob du damals nicht doch so ein kleines bisschen gesponnen hast. Wie? Auch du, mein Sohn Brutus? Na, kann schon sein, dass ich ein bisschen überspannt war. Aber so ganz doch nicht. Als ich am nächsten Tag sofort daran ging, das Haus zu durchsuchen, fand ich, dass das Krokodil im Sekretär nicht mehr auf dem Bauch lag,
wie am Tage zuvor, sondern auf dem Rücken. Nun, in solchen Sachen kann man sich vielleicht doch einmal täuschen. Aber neben dem Sekretär fand ich unverkennbar Klümpchen frische Erde, die sie an den Profilsohlen von Sportschuhen hängen bleiben. Es war jemand da gewesen. Zu allem Überfluss stellte Cora, die ihre Noten unter dem Sekretär in einer Schublade aufbewahrte, eindeutig fest, dass jemand darin gewühlt hatte. Sie hatte am Abend ihr Chopin-Heft oben auf die Noten gelegt. Jetzt lag es unten. Jetzt war auch sie überzeugt und wurde sehr ängstlich. Und Luise? Ach, Luise hat überhaupt kein Verständnis und beschimpft uns nur als Spinner. Sie kann ja so stur wie ein Maulesel sein, auch jetzt noch. Mutter würde sagen, du könntest ruhig ein bisschen mehr Kavalier sein. Na, jedenfalls interessierte sich Luise nur für ihr Kleid, das sie am nächsten Tag zu Onkel Debischs 80. Geburtstag anziehen wollte, zu dem wir natürlich zur Gratulationskur antanzen mussten. Als typisch modebewusster Haute Couture-Nachwuchs fand sie alles an ihrem Kleid änderungsbedürftig und saß die ganze Nacht an der Nähmaschine und änderte, trennte auf und nähte wieder zu. Naja, vielleicht lag es daran, dass diese Nacht völlig ereignislos verlief. Welchem Einbrecher könnte es einfallen, in ein Haus einzudringen, in dem die ganze Nacht die Nähmaschine tobt? Also jedenfalls bis zum nächsten Tag passierte nichts. Und vormittags fuhren wir, aufgeputzt wie die Pfingstochsen, zu Onkels 80. Geburtstag nach Wannsee. Um Gottes Willen, was ist denn das für eine Dampferkapelle? Das ist die Feuerwehrkapelle von Charlottenburg. Da ist Onkel immer noch Ehrenvorstand oder sowas. Jedenfalls ziehen die ihm auch noch das Geld aus der Tasche. Du, Viktor, wer ist denn der jüngere Herr, der da bei Onkel steht? Der kommt mir so bekannt vor. Na Mensch, das ist doch der Friedrich Mörlin. Der Sohn von Onkels früheren Kompagnon. Der ist doch Schauspieler. Ach, der, der nie ein Engagement hat. Vater sagt, sein Künstlertum besteht hauptsächlich darin, dass er die Kunst beherrscht, zu leben, ohne zu arbeiten. Himmel, ist das ein Nervenbündel. Guck mal, wie der immer mit dem Gesicht zuckt. Vielleicht sieht er auch Gespenster, wie Viktor. Haha, da muss ich aber lachen. Bist du witzig. Und die olle Debisch, die Kneifzange. Guck mal, wie sie neben Onkel steht und aufpasst, dass keiner an ihn ran kann. Siehst du, dauernd quatscht sie an ihn hin. Na ja, Onkel, er kennt doch kaum mehr jemand. Und wenn, dann hat er den Namen vergessen. Jetzt flüstert sie ihm immer zu, wer ihm gerade gratuliert. Huch, jetzt hat sie uns entdeckt und segelt auf uns zu, die olle Fregatte. Na, da seid ihr ja endlich. Es wurde auch Zeit. Seid ihr anständig angezogen? Na also, Tante Debisch. Also kommt und bringt Onkel eure Gratulation da. Da bringen, hat sie gesagt. Huch, wie ich mir fühle. Die alte Wachtel. Soll ich ihr mal ein Bein stellen? Mach bloß keinen Quatsch, sonst werden wir gleich enterbt. Nein, Onkel, das ist Herr Konsistorialrat Döblin. Wie? Wer? Herr Debisch freut sich sehr, Herr Konsistorialrat. Und da bringt Frau Debisch deine Großneffen und Großnichten. Ja, wer will denn wen vernichten, Friedrich? Nicht vernichten, Onkel Debisch, deine Nichten. Nichten! Ach so, du bist doch mein Kompagnon, Merlin, nicht? Sein Sohn, Onkel Debisch, sein Sohn. Sein Sohn! Ja, ja, richtig, der ist ja schon tot. Komm mal her, Kinderchen, ihr seid doch die kleine La Roche, nicht? Du bist doch Friederike, Nein, ich bin Luise, lieber Onkel. Herzlichen Glückwunsch. Was sagst du, Friederike? Nicht Friederike, Luise, Onkel. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Friederike, dankeschön. Ja, und ihr zwei da. Cora und Viktor, Onkel. Herzlichen Glückwunsch. Ach, die lieben Kinderchen. Nicht wahr, Amanda? Ja, die lieben Kinderchen, Onkel.
Aber jetzt musst du dich noch ein bisschen hinlegen vor dem Essen. Was soll ich hinterlegen, ah? Hinlegen, Onkelchen! Ja, ich bin ja ein bisschen müde. Ein halbes Stündchen vor dem Essen, damit ich wieder taue, frisch, ja. Also mir wird es hier zu doof kochen. Ich gehe ins Gartenhaus zum ollen Opitz. Kommst du mit? Ach, zu dem alten Junggesellen aus Afrika? Der schnurrt sich doch auch bloß bei Onkel durch. Nee, ich gehe spazieren. Tschüss. Na denn nicht. Also ich gehe. Aber Friedrich, das ist unwiderruflich das letzte Mal, dass ich dir Geld pumpe. Verstanden? Ich bin kein schlechter Schauspieler, Herr Opitz. Aber mir fehlen die Beziehungen. Wenn man bedenkt, wie anderen alles in den Schoß fällt. Die alte Debisch, die erbt alles, wenn der alte Narr die Augen zumacht. Dem sollte man mal reinen Wein einschenken, wie das mit Cäcilie war. Die war doch die Einzige im Haus, als Cäcilie, na sagen wir, abstürzte. Du hältst besser deinen Mund, Friedrich. Lege dich nicht mit der Debisch an. Der bist du doch nicht gewachsen mit deinem schwachen Nerven. Hier, nimm. Und vergiss nicht, es ist das letzte Mal. Danke, Herr Opitz. Ich gebe es bestimmt bald zurück. Ach, du lieber Himmel. Na ja, schon gut. Wiedersehen, Friedrich. Herein. Tag, Herr Opitz. Ich wollte mal fragen, darf ich ein bisschen auf Ihrem Ruderapparat rudern? Tag, mein Junge. Nett, dass du mich besuchen kommst. Klar darfst du. Komm, ich stelle ihn dir für deine Beinlänge ein. Ah, passt es so? Na, denn mal los. Prima, danke, Herr Opitz. Hatten Sie den eigentlich schon, als Cäcilie noch lebte? Ach wo, damals gab's sowas noch gar nicht. Wie kommst du denn auf Cäcilie? An die kannst du dich doch gar nicht mehr erinnern. Ach, nur so. Stimmt das, dass sie eine Meise hatte? Was? Ach so, du meinst ein bisschen verrückt. Ah, das ist vielleicht zu viel gesagt. Aber überspannt, das war sie wohl. Debisch hat es nicht leicht mit ihr. Also ich möchte Frau Debisch nicht als Mutter haben. Du lieber Himmel, ich auch nicht. Also die arme Cäcilie, die hatte mächtig Angst vor ihr. Und der junge Merlin auch. Wieso denn der? Na, die wohnten doch nebeneinander und die Kinder haben immer zusammen gespielt. Wie war denn das bloß möglich, dass Cäcilie verunglückte? Aber wie kommst du denn darauf? Weiß ich auch nicht. Aber ich habe mir immer gedacht, dass mal so etwas passieren würde. Die Kleine war doch der Debisch nicht gewachsen. Die dachte doch immer nur an ihre eigene Sippschaft und hat sich bei Onkel... Ach, Unsinn! Was reden wir denn von den alten Geschichten? War es denn wirklich ein Unglücksfall? Hör mal gut zu, mein Junge. Kümmere du dich besser nicht um Sachen, die längst vorbei sind und gar nichts einbringen. Ich will da nicht hineingezogen werden. Hörst du? Drüben geht die Feier weiter. Na los, rüber mit dir. Ja, schönen Dank fürs Rudern, Herr Opitz. Wiedersehen, mein Junge. Und nicht die Nase in fremde Töpfe stecken, hörst du? Ja, ja, Wiedersehen, Herr Opitz. Na, wie ich dich kenne, Viktor, war die Warnung dieses Herrn Opitz so ziemlich in den Wind geredet. Du kennst mich ganz gut, Fritz. Nein, jetzt war ich erst richtig neugierig geworden. Irgendein Geheimnis musste es geben in unserem Hause. Und seit diesem Besuch in Wannsee war ich überzeugt, dass es irgendwie mit Cäcilie zusammenhängen müsse. Der Eindringling suchte etwas, das war klar. Etwas, was Cäcilie besessen hatte? Etwas, das sie versteckt hatte? Aber was? Und wenn, dann wo? Ich zermarterte mir den Kopf. Was konnte ein kleines Mädchen denn so Wichtiges besitzen, das dem großen Unbekannten so wichtig war, dass er immer wieder in unser Haus eindrang?
Es wurde mir immer klarer, ich musste alles durchsuchen, was irgendwie mit Cecilie zusammenhing. Ich saß in meinem Zimmer und grübelte. Plötzlich bemerkte ich, dass die Regulatoruhr stehen geblieben war. Ich hatte in der Aufregung der letzten Tage vergessen, die Gewichte wieder nach oben zu befördern. Das tat ich. Und da kam mir der Kommissar Zufall zu Hilfe, ohne den wir Kriminalisten manchmal auch nicht auskommen. Wieso das? Als ich eins der Gewichte anhob, fiel der Schraubdeckel des Gewichtszylinders herunter. Er war locker geworden, du kennst das? Die Gewichte sind längliche Zylinder aus Messing und unten verschraubt. Ja, ja, ich weiß. Wir hatten in meiner Jugend auch so ein Ding zu Hause. Aber was hatte das... Warte, du wirst gleich verstehen. Aus dem Zylinder fielen Krümel heraus. Krümel? Ja, von einer Masse aus Pfefferkuchen, die wie Knet hineingedrückt war. Total verrückt. Pfefferkuchen? Ich verstehe nicht. Aber ich verstand sofort. Es war ein Versteck Cecilies. Das Zeug hatte sich mit der Zeit so verbacken, dass ich es mit dem Taschenmesser herausschneiden musste. Da fiel mir ein kleiner Beutel entgegen. Ich öffnete ihn. Ich gestehe, mir schlug vor Spannung das Herz oben im Hals. Und na, rate, was es enthielt. Na also, ich bitte dich. Heute würde ich sagen, Heroin, Opium oder sowas. Aber damals... Also, ich habe keine Ahnung. Es war auch nur eine rhetorische Frage, Fritz. Es waren kleine, rote Glassteine, die im Lichte des Tages funkelten. Seltsam. Glas? Oder was Wertvolles? Rubine? Das fragte ich mich natürlich auch. Aber ich hatte begreiflicherweise keinen Schimmer. Was weiß ein 12-jähriger Junge von Edelsteinen? Aber als Cora nach Hause kam, zeigte ich ihr natürlich meinen Fund. Jetzt weihte ich sie auch in meine anderen Ergebnisse ein und zeigte ihr Cecilies Tagebuch. Sie war vor Aufregung völlig aus dem Häuschen. Mensch, das ist ja alles total verrückt. Du, das sind bestimmt Edelsteine, Rubine oder wie die roten Dinge heißen. Schon möglich, aber ich habe keine Ahnung. Und das Tagebuch, Mensch, toll, dass Duschow mir nichts davon gesagt hast. Was meinst du denn, was diese Zeichnungen alle bedeuten? Hier, sieh dir mal diese Zeichnung an. Was siehst du? Warte mal. Das Mädchen, das ist Cecilie. Sie läuft vor einem Jungen weg und über den Kopf hält sie ein kleines Krokodil. Der will es ihr scheins wegnehmen, oder? Genau. Und was fällt dir an dem Krokodil auf? Ich weiß nicht, nicht? Seine Augen sind auf dem Bild genauso rot wie unsere Steine. Mensch, ja! Aber was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Um das zu wissen, müssen wir erst mal den kleinen Jungen fangen. Was? Weißt du denn, wer er ist? Noch nicht, aber vielleicht schon bald. Hier bei La Roche? Ja, Tante Debbisch. Oh. Oh, das tut mir aber leid. Ach, das ist ja schrecklich. Ja, ich sag's Louise. Onkel Debbisch ist gestorben. Die Feier war gestern scheint zu anstrengend für ihn. Ach was. Na ja, da hat die alte Zicke, was sie will, die olle Erbschleicherin. Also bist du pietätlos. Das sagt bloß, du stirbst vor Kummer. Nee, auch nicht gerade. Er war ja schon uralt. Und schon ganz vertrottelt. Für den ist's sicher besser. Du, ob das was mit unserem Einbrecher zu tun hat? Glaube ich nicht. Dann hätte er es beim Tresor versucht. Und von dem Testament gibt's bestimmt noch bei seinem Rechtsanwalt eine Abschrift. Nee, der sucht was anderes. Ob er die Steine sucht? Glaube ich bestimmt. Cora, wir müssen ihm eine Falle stellen. Au, prima! Aber wie? Vielleicht ist er Cecilies Mörder. Hör auf, das ist ja schauderhaft. Und man sagt doch, Mörder zieht es immer wieder zum Tatort zurück. So eine magische Kraft oder so, habe ich gelesen. Ja, das soll's geben. Ja und? Bis jetzt ist er doch fast jede Nacht hier herumgeschlichen. Und da habe ich eine prima Idee. Pass auf. Du ziehst die Kleider von Cecilie an, machst dir so Bänder ins Haar und stellst dich nachts oben ans Treppengelände. Wenn er dich sieht, trifft ihn bestimmt der Schlag. Ich glaube, du bist total übergeschnappt. Mensch, denk doch mal, Cora. Wenn wir den Kerl fangen, erwerben wir uns ewigen kriminalistischen Ruhm. Ich pfeife auf deinen Ruhm, du Dussel. Ich würde doch vor Angst sterben da oben nachts auf der Treppe. Ach Mensch, Cora, so eine prima Idee. Aber ich verstehe, dass du nicht viel Lust dazu hast. Ich tät's auch nicht so gern. Aber pass auf, wir bauen eine Puppe und ziehen der die Kleider an.
In der Nacht merkt man das bestimmt nicht. Meinst du? Wir können es doch versuchen. Mensch, Cora, das ist doch auf jeden Fall ein Heidenspaß und schaden kann es ja nichts. Auch wenn es vielleicht nichts nützt. Also, meinetwegen. Und ihr habt tatsächlich... Wir haben. Wir nahmen die alte Schneiderpuppe oben von oben und haben ihr Cecilis Kleider angezogen. Als Beine bekam sie zwei Besenstiele und ausgestopfte Strümpfe darüber. Bloß für den Kopf fiel uns nichts ein. Wir nahmen einen Gummiball und malten ihn an, aber das sah aus wie Fastnacht. Also wirklich total verrückt. Was willst du? Wir waren noch richtige Kinder und spielten Mörderfangen. Also der Kopf gefiel mir nicht. Aber wir hatten unten auf dem Bücherschrank noch einen Totenkopf aus Gips. Irgendeiner von unseren Vorfahren hatte das Ding als Briefbeschwerer. Weißt du, es gab doch mal eine Zeit, in der solche Geschmacklosigkeiten Mode waren. Was denn? Du willst doch nicht etwas sagen? Im Gegenteil, genau den haben wir genommen. Ich garnierte ihn mit Luises abgeschnittenen Zöpfen und die kahle Schädeldecke. Also ich sage dir, es sah aus, Cora ergriff die Flucht, als sie es sah. Also weißt du, schauderhaft. Ja, sie hat mir versichert, sie hätte noch jahrelang davon geträumt. Ich musste die Puppe abends allein aufstellen. Sie traute sich nicht und sagte, es sei ein Frevel und wir würden im Jenseits noch dafür bestraft werden. Aber ich wollte ja, dass der Kerl erschrickt. Allerdings, ich muss dir ehrlich sagen, nachdem ich die Puppe aufgestellt hatte, floh ich wie von den Furien gejagt die Treppe hinunter. Ich hatte das unheimliche Gefühl, die Puppe wäre hinter mir her. Na, überhaupt allerhand Mut für einen 12-Jährigen. Ja, aber weiter. Wie ging es aus? Ich brenne darauf. Geduld, Fritz. Du wirst es gleich erfahren. Also ich raste runter und flüchtete in mein Bett. Lange konnte ich nicht einschlafen, aber schließlich druselte ich wohl doch ein. Plötzlich erwachte ich von einem Riesenkrach. Hilfe! Hilfe! Helft mir doch! Um Gottes Willen, was ist denn das? Wer kann denn das sein mitten in der Nacht? Auf! Hilfe! Mach doch auf! Mach bloß nicht auf, das ist der Mörder. Was denn für ein Mörder? Bist du Plemplem? Wer ist denn da? Ich bin's, Friedrich Wörlin. Ich hab's gewusst, ich hab's immer gewusst, der Junge auf dem Bild. Der das Krokodil. Sag mal, seid ihr verrückt? Herr Mörlin, wie um Himmels Willen kommen Sie denn hierher? Entsetz mich! Er hat doch den Strumpf überm Kopf. Herr Mörlin, nehmen Sie doch die Strumpfmaske ab. Ach so, ja. Ich bin gestürzt, mein Fuß ist gebrochen. Plötzlich stand sie vor mir, wie von den Toten auferstanden, mit einem Totenschädel. Ist er irre? Wovon redet er denn? Sie meint Cecilie. Sie haben sie umgebracht. Nein, 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 ich doch nicht. Ich habe es doch nicht gewollt. Es passierte von allein. Sie war es. Sie stand hinter ihr. Mit ihren stechenden Augen hat sie es getan. Sie hat sie behext. Sie? Wer ist sie? Reden Sie weiter. Was ist denn das für ein heilloser Lärm? Seid ihr... Oh Gott, Friedrich, was tust du hier? Habe ich dir nicht das Haus verboten? Sofort verlässt du dieses Haus, du Narr. Nein, schau mich nicht so an. Ich kann deine Augen nicht ertragen. Waren es die Augen? Du hältst den Mund vor lauter Bengen. Du gehst sofort. Sofort, Friedrich. Ich kann nicht. Mein Fuß ist gebrochen. Dann helft ihn in meine Wohnung tragen. Nein, nein, nicht zu ihr. Nicht zu ihr. Also das wäre ja auch wirklich Unsinn, wo er hier vor unserer Tür liegt. Kommen Sie, Herr Mörlin, wir helfen Ihnen. Was hat denn der Hund? Vielleicht ist noch jemand oben. Komm, Luise, wir wollen mal nachsehen. Das wirst du zu verantworten haben, ungeratenes Kind. Hast du etwa diesen groben Unfug ausgeheckt, Viktor? Unfug nennst du das? Frag mal Herrn Mörlin, was er dazu sagt. Du weißt doch wirklich überhaupt nichts, du dumme Gans. Hm.
Nun, eine halbe Stunde später wusste sie mehr, die gute Luise. Sie war total baff. Merlin gestand alles. Und mehr, als ich je geahnt hatte, bei aller Fantasie. Ja, Mensch, erzähle doch. Nun, das ist schnell gesagt. Das meiste hast du schon erraten. Die beiden waren Spielgefährten, wie ihre Väter Kompagnons waren. Sie wurden beide praktisch von Frau Debisch erzogen, vor der sie beide die gleiche panische Angst hatten. Unser Haus war ihr Spielplatz. Kein Wunder, dass Merlin jede Ecke und jeden Winkel kannte. Eines Tages machten sie eine sonderbare Entdeckung. Ihre Väter importierten unter anderem diese Krokodile. Nun, sie fanden eine Kiste offen im Lagerraum. Es fiel ihnen auf, dass einige wenige Krokodile rote Augen hatten. Und seltsam, die mit den roten Augen waren alle am Bauch aufgeschlitzt. Die Füllung quoll heraus. Das machte die Kinder neugierig. Als die nächste Sendung kam, klauten sie eines der rotäugigen Krokodile. Sie schnitten es auf und fanden in der Füllung unsere roten Steine. Es wurde ihnen schnell klar, dass es wertvolle Rubine waren. Sie wussten, dass ihre Väter die Steine geschmuggelt haben mussten. Sie beschlossen, sie zu behalten. Waren sie sich denn über den Wert klar? Nun, es kam zwischen den beiden Kompagnons, den Vätern also, zu einem heftigen Streit über die verschwundenen Steine, der den Kindern nicht verborgen blieb. Einer beschuldigte den anderen der Unterschlagung. Aber wieso hatte denn Cecilie die Steine? Als Merlin seinen Anteil wollte, gab Cecilie ihn nicht her. Sie sagte, ihr Versteck sei so gut, dass sie es nicht öffnen wolle. Und Friedrich sei so ungeschickt, dass er nur Dummheiten machen und sie verraten würde. Wahrscheinlich hatte sie gar nicht so Unrecht damit. Bald darauf starb sie. Betrügen wollte sie ihn nicht. Das glaubt er selbst nicht. Ja, aber die Hauptfrage, war es nun Mord oder... Das ist eine mysteriöse Angelegenheit. Merlin war ja selbst ein kleiner Junge damals, mit kindlicher Fantasie. Er wollte Cecilia erschrecken und ihr das Geheimnis ihres Verstecks entreißen. Als er ins Turmzimmer kam, stand Cecilia weit über das Geländer gelehnt. Hinter ihr in der Tür stand Frau Debisch und starrte sie an. Mit hypnotischem Blick, wie er später angab. Cecilie lehnte sich weiter und weiter vor. Wie in Trance, meint Merlin. Er bekam Angst, dass sie stürzen würde und rief sie beim Namen. Sie fuhr zusammen wie ein geweckter Schlafwandler und stürzte. Tja, ich glaube, dieser Vergleich trifft das Richtige. Nichts konnte der Alten besser passen. Sie gab Friedrich die Schuld und verschüchterte ihn völlig. Meiner Ansicht nach hat sie in ihm diesen Schuldkomplex förmlich gezüchtet und seine ganze Persönlichkeitsentwicklung gebrochen. Sie hat eigentlich zwei Menschen vernichtet. Aber beweise das mal. Und die Rubine? Er wagte, sie nicht zu suchen. Die Alte hatte ihm das Haus verboten. Aber er war seit Jahren ohne Engagement und verarmt. Schließlich zwang ihn die Not zu der Suche. Die Rubine übergab mein Vater übrigens der Polizei. Von einer weiteren Verfolgung der Sache wollte er nichts hören, trotz unseres Drängens. Er hatte natürlich vollkommen recht. Natürlich ohne Beweis. Übrigens stellte sich nach Onkels Tod heraus, dass sein Geschäft schwer verschuldet war. Der Verkauf seines Landhauses und der Villa reichten gerade zur Tilgung der Schulden. Mit der Erbschaft war es nichts. Höhere Gerechtigkeit, wenn du so willst. Aber ich habe etwas daraus gelernt. In Sizilien glaubt man an den bösen Blick. Trotz aller Aufgeklärtheit unseres rationalen Jahrhunderts, ich glaube, es gibt ihn. Ja, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde. Eine sonderbare Geschichte, Victor. Gibst du mir noch einen Cognac? Jetzt ist mir so danach. Ich glaube, ich kann jetzt auch einen vertragen. Auf dein Wohl, Fritz. Tja, und jetzt muss ich dich leider rausschmeißen. Ich muss zu meinem Eisbein essen.